Herzlich willkommen in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir übertragen heute ein Vorrundenspiel aus diesem Wettbewerb. Hannover 96 gegen VfL Bochum. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Miloš Pantović. Schönes Zuspiel hier. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Flanke an den kurzen Pfosten. Sie machen den Treffer. Eine super Aktion. Da haben wir es gesehen. Dieses perfekte Fortchecking. Alles richtig gemacht. Genau im richtigen Moment gestört. Und dann kommt eben dieser Fehler. Dieser entscheidende Fehler. Keine gute Aktion vom Torhüter. Das Tor hätte nie und nimmer fallen dürfen. Ich weiß wirklich nicht, was er da machen wollte. Das sieht vorsichtig ausgedrückt unglücklich aus. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Da ist Platz. Klasse Aktion. Ball ist weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Geht er rein? Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Lee Chung-Yong. Da ist der Ball weg. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Den Ball holt er. Marvin Bakalorz. Duksch. Sieht gefährlich aus. Da schießt er. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Super Pass, gefährlich. Und jetzt die Chance. Geht dazwischen und hat den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Ball kommt hoch rein. Klasse Pass. Da ist die Hereingabe. Wichtig, dass er da klärt. Marvin Bakalorz. Macht er gut. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Duksch.
Da kommt der Pass. Fängt diesen Ball ab. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah, klasse geklärt. Einwurf jetzt. Lee Chung-Yong. Miloš Pantovic. Da verlieren sie den Ball. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Aber rausgekommen ist zu wenig. Nur das Unentschieden. Damit können sie nicht zufrieden sein. Es fehlt die letzte Entschlossenheit. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Hereingabe. Miloš Pantovic. Ballverlust. Und damit ist der Ball weg. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wichtige Aktion. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Wir hören es. Die Fans hoffen auf die Führung. Die Ecke kommt. Miloš Pantovic. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft... Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Miloš Pantovic. Sie verlieren den Ball. Da zeigt er vollen Einsatz. Er holt sich den Ball zurück. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Das könnte die Chance werden. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Kann er was draus machen? Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Blum, weiter gefährlich. Haraguchi. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Marvin Bakalov. Jetzt gibt's einen Einwurf. Wir sehen es an der Seitenlinie. Bochum wird wechseln. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Wir sehen es an der Seitenlinie. Bochum wird wechseln. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung.
Eisfeld. Lee Chung-Yong. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Macht er gut. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Die Chance. Wie macht er den denn rein? Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Lucia. Lee Chung-Yong. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und wieder treffen sie. Zwei Tore binnen so kurzer Zeit. Wahnsinn. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Marvin Bakalov. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Genki Haraguchi. Und jetzt die Chance. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie daraus? Er trifft den Pfosten. Eisfeld. Da kommt der Pass auf außen. Danilo Soares. Was macht er draus? Guter Vorstoß jetzt. Die Möglichkeit zu flanken. Wir sehen es an der Seitenlinie. Bochum wird wechseln. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Klasse Pass! Zoller! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Das könnte die Chance werden. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Geblockt vom Verteidiger. Jetzt kommt die Ecke. Der Sieg also für den Gastgeber in diesem Vorrundenspiel. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Schönes Ergebnis, alles sehr brauchbar, was Sie hier gezeigt haben. Am Ende der knappe Sieg, damit können Sie zufrieden sein. War ja kein leichtes Spiel, ihm wurde eine Menge abverlangt. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Schöner Auftritt heute von ihm, 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?